Nach über 300 Sendungen ist Schluss. Der Roger Schawinski liegt flach unter dem Sparhammer der SRG. Die Direktorin hat seiner Sendung den Stecker gezogen. Kommunikativ für Nathalie Wappler eher ein Waterloo, weil Schawinski für den Milliardengebührensender eher ein Schnäppchen ist. Herzlich willkommen zum heutigen Tag täglich, meine Damen und Herren. Nach mehr als 8 Jahren Schawinski-Tag bei der SRG soll also Schluss sein. Endgültiger Abschied von der Medienikone vom Bildschirm oder nur ein Aufbruch zu neuen Ufer, wenn es genau wissen. Herzlich willkommen, Roger! Marco, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Fühlst du dich mit 74 Jahren auf dem Abstellgleis? Abstellgleis in dem Sinn eigentlich nicht. Ich habe noch das Radio, mache dort laufend Sendungen. Fernsehzeit geht wahrscheinlich zu Ende. Ich meine, irgendwann hat es ja zu Ende gehen müssen. Ist ja klar. Die Begründung, die ich dann bekommen habe, die ist dann für mich irgendwie nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Also man hat nie gesagt, die Sendung ist schlecht oder die Quote ist schlecht oder du bist zu alt oder man will die Tonalität nicht haben. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat. In den revolutionären Jugendjahren von dir bist du ja auch einmal entlassen worden, damals bei der Tat von der Migros. Ja. Wie hast du das? Du bist ja sehr schnell und faktenorientiert über alles hinweggegangen. Aber wie hast du das innerlich empfunden, wo man dir gesagt hat, it's over? Also ich weiss es schon lange. Also das erste Gespräch mit Nathalie Wappler hat im Mai stattgefunden. Dort hat sie mir das schon gesagt, dass es so sein wird bis Ende Jahr. Und dann, ich habe einen Vertrag bis Ende Jahr. Ich habe immer Jahresverträge. Also der wird einfach dann nicht verlängert. Da habe ich das zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich dann, weil ich eine halbjährige Kündigungsfrist hatte, habe ich dann Ende Juni selber gekündigt. Aber ich habe dann in der Kommunikation darauf bestanden, es war so, dass sie das eigentlich entschieden hat, nicht, dass ich das entschieden habe. Ich bin immer der Meinung, dass man fair und offen kommunizieren muss. Ist das Problem Wappler-Schawinski ein Geschlechterproblem? Das glaube ich nicht, sondern generell. Deswegen geht ja verkündet, man will 50% Frauen haben. Und da ich das nicht bieten kann, auch wenn ich mir schaurig Mühe gebe, dann hat das vielleicht auch noch Komponenten. Aber ich immer denke, okay, neues Blut soll reinkommen. Aber die Frage ist, wer? Das hat mich wundern genommen, dass die Sendung jetzt einfach abgeschafft wird unter dem Argument. Das ist übrigens ganz am Schluss gekommen. Mir gegenüber hat man das nie gesagt wegen der Kosten. Das ist ja die billigste eigenproduzierte Sendung überhaupt. Dass man die jetzt absetzt, das finde ich eigentlich schade, weil da gibt man eine Farbe frei, die dem Fernsehen gut tat. Und ich erinnere mich als erstes Statement von der Nathalie Wappler, wo sie gewählt wurde, wo sie gesagt hat, wir wollen informieren, wir wollen nicht polarisieren, wir wollen keinen Meinungsjournalismus. Ich habe das damals nicht verstanden, aber offenbar ist das ihr Programm. Das ist völlig okay für mich. Nein, das ist nicht okay für dich, weil du vertrittst eine ganz andere Linie, oder? Ich habe eine andere Linie. Ja, eben. Aber als neuer Chef hast du das Recht, Sachen zu verändern. Nathalie Wappler ist im März 2019 ins Schweizer Fernsehen gekommen. Und kaum hat sie den Gummibaum eingerichtet, in ihrem Büro hat sie dich zitiert. Die hatte ich irgendwie auf dem Kicker gehabt. Ich glaube eben, aber ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht ich als Person. Wir hatten sehr angenehme Gespräche gehabt. Wie ist das denn zwischen euch beiden? Sehr gut, sehr freundschaftlich und sehr offen und so. Außer eben, dass sie mir nicht recht können sagen, wieso die Sendung abgesetzt wird. Aber es ist ja fast, glaube ich, auch fast ein bisschen unrecht gewesen, dass sie das jetzt noch machen muss. Und sie schätzt mich und was ich geleistet habe und so. Aber offenbar, das spüre ich in der SRG, vor allem seit No Billag, man ist noch vorsichtiger geworden. Man ist noch zurückhaltender geworden. Man ist noch geworden. Und meine Sendung war bei hier und da eben polarisiert. Ich habe nicht das Gefühl, es sei Meinungsjournalismus, weil wenn ich kritische Fragen stelle, dann nehme ich ja eine Rolle ein und habe eine antithetische Position. Aber offenbar Polarisierung, so hat sie es dort formuliert, das ist nicht mehr so gewünscht. Gut, aber du hast dich ja eingesetzt für No Billag, hast sogar ein Buch geschrieben, bist da in der Sendung gewesen, hast dich eingesetzt für das, das haben viele nicht verstanden. Fühlst du dich verarscht? Nein, überhaupt nicht. Also, das heisst, es gibt ein englisches Sprichwort, «The way to hell is plastered with good intention». Also der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Dankbarkeit, wenn man auf die hofft, dann ist man eh verloren. Die Leute fragen mich natürlich immer auch, es ist auch ein bisschen angetönt worden im Kommunikation, was machst du als nächstes? Ich weiss nicht, ob ich es als Beleidigung muss empfinden oder als Kompliment, weil wie viele 74-Jährige werden nach ihrem nächsten Projekt folgen? Ich nehme es eher als Kompliment. Gut, aber bist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Du hast vorher die Characters erwähnt, oder? Ich habe das Gefühl, die zangestrahlten Moderatoren, die sind eher
fragen ohne Ecken, ohne Kanten. Kilchsberger, Buchli, Eschbacher, jetzig Schawinski. Ja, das war so der Kommentar am Wochenende. Ja. Vielleicht hätte man das sich müssen überlegen, ob die Massnahme, es ist jetzt im Zusammenhang mit einem Sparpaket verkauft worden. Aber eben, vor einem halben Jahr hat man es mir ja, oder vor knapp einem halben Jahr hat man es mir ja also schon. Also das stimmt nicht. Die Begründung stimmt nicht. Ja, also los mal. Wenn man anfangen sparen im Haushalt, sagt man nicht, man tut jetzt weniger Salz streuen. Das sucht man nach besseren Massnahmen, die ein bisschen mehr Wirkung haben. Und wenn man die billigste Sendung absetzt, ist das im Zusammenhang mit Sparmaßnahmen nicht ganz glaubwürdig. Die Wahrheit ist, also man hat die Sendung offenbar schon früher gesagt, die soll aufhören. Und jetzt... Warum? Das eben, ich kann es nur annehmen. Ich habe ja gesagt, ich habe nach Nachfrage, ich habe am Mittwochabend Nathalie Wappler schriftlich gefragt, was ist eigentlich der Grund? Und sie hat mir ziemlich verschwurbelte Antwort geliefert, die ich jetzt nicht mehr... jetzt müssen wir transparent sprechen. Nein, ich tue nicht Mails... Ja, wie du früher im Kassensturz und so. Komm. Es ist nicht etwas gewesen, wo eine klare Begründung drin ist. Drei Viertel von deinem Leben hast du unter der Quote gelitten, dich gefreut, jeden Morgen kommt sie, dann sieht man es, teilweise ist es erschreckend und teilweise himmelhochjauchzend. Das ist die Entwicklung vom Rating von der Sendung Schawinski seit dem Januar 2013. Wir wollen das mal einblenden. Schau dort, Roger. Ja. Könnte sein, dass das der wahre Grund ist? Und Frau Wappler, dich will, eigentlich so eine nette Frau ist, dass sie dich schützen will und nicht als Anführungszeichen. Also Markus, Quote, da kenne ich mich sehr gut aus. Das habe ich, aber der Pfeil... Nein, Moment. Du musst ja schauen, was das Vorprogramm ist. Echo als Vorprogramm hat im Laufe dieser Jahre immer wieder verloren. Bei 22% haben sie angefangen. Jetzt zum Beispiel diese Woche haben sie 12%, fast auf die Hälfte. Und der Audience Flow ist natürlich enorm wichtig. Du kannst nicht Quote halten, wenn es nach der Melfi das Vorprogramm und da kommt noch ein 6-minütiger Werbeblock, wo so eine Art ist, Elfi-Glöckli, gehen jetzt schlafen. Aber du bist so ein toller Hirsch, dann würden die Leute am Morgen um 2 zum Bett rausstehen, wenn du dort kennst. Nein, eine Sendungsnacht am Elfi. Die macht man nicht in erster Linie für Quote. Da gibt es noch andere Kriterien. Qualität, Sachen, die man machen will. Und ich habe nicht immer auf die Quote geschielt, sondern ich habe Professoren eingeladen, ehemalige Politiker aus Deutschland etc. Ich habe Qualität liefern. Blocher, 186'000. Ja. Dann die Melanie Weiniger, 182'000. Ja. Am Montag Marina Villa, Leiterin von einem Hilfswerk. 35'000. Ich habe es doch jetzt gerade versucht zu erklären. Ja, der Audience Flow, in dem Sender, wo du schaffst, gibt es keinen Audience Flow, weil es nur ein einstündiges Programm ist. Ich weiß nicht, wer das Ganze entwickelt hat, irgendwie vor 25 Jahren. Also wenn du am Viertel ab 8 wärst oder gerade nach der Tagesschau? Nein, nach 10 vor 10. Das wäre gut. Nach 10 vor 10. Das habe ich mal vorgeschlagen. Ich habe gesagt, mach doch das so, meine Sendung vor Echo und Echo hinten dran, weil Echo ist ein Spartenprogramm. Dann haben sie gesagt, Echo ist 6-mal, 8-mal teurer als deine Sendung. Das kann man nicht machen. Dann habe ich gesagt, dann tünt ich mein Salär einfach vervielfachen. Dann ist das Problem gelöst. Danke vielmals. Gut. Alles Gute. Herzlichen Dank, Roger. Danke Ihnen, meine Damen und Herren.